Hallo, hallo und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings. Ja, ich begrüße euch alle recht herzlich hier am Kanal und hier beim schönen Sonntagsorakel. Ja, und was machen wir jeden Sonntag? Wir bitten mal gemeinsam um eine Botschaft von deinem Wunschpartner. Also das heißt, ja, wir nehmen so ein bisschen die Energie auf, wir fühlen uns so ein bisschen rein in dein Herzblatt, in deinen Wunschpartner und dann bitten wir gemeinsam mal um eine Botschaft, was das angeht und gucken mal, was wir da rausbekommen. Also das Video bekommt ja immer danach erst seinen Namen. Das heißt, wir schauen mal, wie die Botschaft heute ist. Wir orakeln jetzt gleich mal rein. Und dann wollen wir mal gucken, was dabei rauskommt. Ja, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr seid alle frisch und fit und ihr seid alle gut gelaunt. Ich bin wieder frisch, fromm, fröhlich, frei. Vielleicht merkt man das auch in meinen Videos. Also ich hatte ja, ja von der lieben Sandra jetzt auch mal ja, eine Reinigung und einen Schutz bekommen auf die macht Energiearbeit. Und man glaubt es kaum, also ich habe mich danach gefühlt, als wären da wirklich ein paar Backsteine von mir abgefallen. Also es ist unbeschreiblich. Und daher, ja, wer auch möchte, Energiearbeit, wer auch so ein bisschen das Gefühl hat, da ist so eine Schwere in mir, irgendwie, der kann sich gerne an mich wenden. Dann gebe ich die Nummer von der lieben Sandra auch gerne mal weiter, dass sie sich auch mal um euch kümmern kann. Na? Also, ja, vielleicht merkt man es ja, ich bin wieder frisch, fromm, fröhlich, frei. Die Karina, meine liebe Nachbarin, war auch hier. Wir haben geräuchert, Schutz aufgebaut. Also ich bin rundum geschützt von allen Seiten. Von daher alles gut, werde ich auch weiter so praktizieren. Und jetzt wollen wir mal anfangen. Also ich mache mich jetzt mal klein. Achtung, ich mache mich klein. So, ich bin klein und ich blende euch jetzt mal ja, dieses schöne Bild von mir, von meinem Kanal, das bin nicht ich, Bildkanal, Kanalbild ein. Und wir werden jetzt mal kurz so ein bisschen in die Meditation reingehen, damit wir die Energie von unserem Wunschpartner auffangen können. Und ich würde sagen, ja, ich fange jetzt einfach mal an und du machst es dir bequem, sitzend oder liegend, wie es dir passt. Keine Beine, keine Arme über Kreuz. Und ja, dann gehst du so ein bisschen in die Atmung rein. Atmest am besten durch den Bauch. Das entspannt den Körper. Und du stellst dir einfach vor, dass du gute Energie einatmest. Und die schlechte Energie, der Stress, der Alltag, alles, was an dir haftet, geht aus dir raus. Du entfernst es aus dir und atmest wieder gute Energie ein und schließt jetzt auch die Augen, so wie ich das jetzt auch mache. Und wir merken, wie wir so ein bisschen runterkommen, wie wir so ein bisschen auf den Teppich kommen. Der ganze Alltag, der darf draußen bleiben, brauchen wir jetzt nicht. Und wir merken, wie der Körper so ein bisschen kribbelig wird und die in die Entspannungsphase eintaucht. Das lassen wir zu, das darfst du jetzt auch zulassen. Jetzt hat nichts eine Wichtigkeit, nur dein Geist. Und wenn du so ein bisschen heruntergefahren bist, ja dann gehst du wieder in deinen Raum. Der sieht so aus, wie du ihn dir vorstellst, wo du dich wohlfühlst, wie er dir gefällt. Und dann nimmst du in deinem Raum Platz und stellst dir deinen Wunschpartner vor. Du siehst ihn vor deinem geistigen Auge, wie er vor dir ist oder sie. Und du spürst schon so ein bisschen das Kribbeln in der Brustgegend. Das ist die Energie, die du jetzt wahrnimmst, die du aufnimmst. Du stellst ihn dir vor. Wenn du in seiner Energie bist, ja, dann bittest du ihn rein in deinen Raum. Und bittest ihn, dort Platz zu nehmen. So, wenn ihr jetzt, oder wenn du spürst, dass ihr energetisch gerade jetzt im Moment verbunden seid, dann stellst du ihm oder ihr die Frage: Was hast du heute für eine Botschaft für mich? Okay, ich würde sagen, wir sind connected und ja, ich mache das jetzt wie in den persönlichen Readings auch. Ich suche einfach mal den guten Mann heraus. Da ist er. Wir
Fragen mal, ja, die Energie im Kollektiv ab. Kollektiv, ja, das ist für alle. Wir machen das immer gerne. Aber wenn du sagst, okay, ich möchte gerne ein persönliches Reading in Bezug auf meinen Wunschpartner haben, ja, dann schreib mich gerne an. Meine Nummer ist ja unten in der Infobox oder meine Homepage. So, wie gesagt, ich mache es jetzt wie in den Readings auch immer. Ich mische jetzt hier noch 8 Karten dazu. Wir machen den Klassiker. Wir machen eine Neuinerlegung und schauen mal, was wir da für Informationen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ach nee, das waren 2. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so. Dann haben wir hier schon mal Unterseite des Kartendecks, das ist ja immer die Hauptenergie. Da hebe ich gerne nochmal für eine Klärungskarte ab. Okay, da haben wir jetzt den Sarg und den Anker. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier für Karten bekommen. Ich mache die jetzt wieder immer, wie immer verdeckt, durcheinander. Und dann decke ich sie an der Stelle auf, an der du die gleich siehst. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, er ist sogar in der Mitte gefallen. Wichtigste Karte in der Neuinerlegung, immer die Karte in der Mitte. So, und jetzt wollen wir mal schauen, ob wie das Arrangement ist. Etwas krumm, aber das macht gar nichts. Ich habe ja ein bewegliches Stativ. So, okay, also, was schauen wir denn? Was haben wir denn hier heute für eine Botschaft vom Wunschpartner? Also, er ist schon mal in der Mitte gefallen. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Alle Karten grenzen daran an. Und ich sehe hier jetzt schon so ein Cocktail aus Will und Kann nicht. Hier sind alle verschiedenen Karten draußen rum. Also sehr kontrovers. Aber wir fangen mal an. Hier an der Hauptenergie, da ist der Anker gefallen. Das heißt also, hier geht es um Stabilität und um die Festigkeit. Ja, wenn ihr noch nicht zusammen seid, dann könnte sich dahingehend ja demnächst mal etwas ändern, weil der Sarg, der steht ja auch immer für eine Transformation, dass etwas Neues beginnt, dass vielleicht der Stillstand aufhören kann und etwas Neues beginnt in Sachen Haltfestigkeit und Stabilität. Bei den Liebesfragen, ja, ist der Anker ja auch dafür da, dass man sagt, okay, da ist eine Verbindung, die hat Halt. Zuverlässigkeit, Festigkeit, na, da geht es so ein bisschen drum, dass man halt jemanden an seiner Seite hat, wo man auch weiß, okay, das ist mein Fels in der Brandung. Na, also hier könnte sich demnächst mal etwas ändern. Wir schauen auch mal weiter ins Deck rein. Er ist gerade so ein bisschen ja, im Labyrinth gefangen. Also es kann sein, dass er in Bezug auf deine Person so ein bisschen ziellos unterwegs ist oder war bis jetzt, weil es da vielleicht irgendwas gibt, weshalb er ja eine Beziehung mit dir nicht öffentlich machen möchte oder wollte. Weil der Fuchs schaut hier auf den Park. Das heißt also, der Park ist die Öffentlichkeit. Das ist auch etwas öffentlich machen, eine Beziehung jetzt zum Beispiel. Und da schaut der Fuchs drauf und das heißt immer, ja, so ein bisschen, ja, da ist er so ein bisschen vorsichtig. Er hat den Fuchs auch im Kopf. Also ich sehe hier ja generell mal ja einen Denker schon wieder, der hat ja so ein bisschen die Vorsicht im Kopf, also lieber mal warten und schauen, vielleicht ein bisschen zu viel nachgedacht. Ja, dieses viele Nachdenken, das verursacht ja auch so ein bisschen Kummer, Sorge, ja, dass etwas an einem nagt. Das sieht man, weil er hier ja auch auf die Mäuse schaut. Die Mäuse auch eine Karte, wenn was an dir nagt, Kummer, Sorge, da beschäftigt ihn irgendwas. Ja, also ihn beschäftigt das und was und deswegen ist er so ein bisschen vorsichtig, was das ja öffentlich machen einer Beziehung mit dir angeht. Ja, da ist er noch nicht so richtig auf dem Weg, noch nicht so richtig, hat noch nicht so richtig das Ziel im Auge, dass man sagt, okay, der weiß genau, was er will. Deswegen könnte man die Hauptenergie jetzt vielleicht auch so interpretieren, dass da in Sachen Halt, Stabilität und Festigkeit gerade nichts vorangeht, kann man auch sagen. Der Sarg ist ja eine Karte dafür, wo man auch sagt, da geht irgendwie gerade nichts. Na, also hier so ein bisschen die Stagnation, weil da jemand zu viel denkt. Ja, also hier nagt auch was an ihm. Er dreht sich auch von dem Baum weg. Das ist ja die Karte für ein ja, gesundes Wachstum auch.
Das lässt er vielleicht sich selbst nicht so. Also ich sehe hier einen Mann, der steht sich so ein bisschen selbst im Weg, sehe ich da oben gerade. Also die Scheu davor, was öffentlich zu machen. Hier so ein bisschen die Ziellosigkeit. Da geht vielleicht nichts voran oder es wird sich vielleicht daran was ändern. Aber gerade so ein bisschen der Stillstand in Sachen Halt und Stabilität. Diese Denkerei, nagt auch an ihm. Er schaut auch auf die Mäuse drauf. Sollte er sich doch lieber dem Baum zuwenden, ne? Das ist ja die Karte für Festigkeit, Halt, Stabilität, ne? Aber gerade ist er so im Denken, und sich am Sorgen machen, und ist so ein bisschen so ein Vorsichtiger, ne? Also er ist sich so nicht so ganz sicher, aber dieser Denkprozess, ja, das wird vielleicht dann, wenn ich mir das da unten anschaue, ja mal irgendwann ins Fühlen übergehen. Das ist ja viel wichtiger, wenn es darum geht, in eine Beziehung zu gehen. Was fühlst du, was spürst du und nicht was denkst du? Na, wir haben hier unten die letzte Reihe, schaut auch schön aus. Also da haben wir jetzt hier zum einen mal die Klarheit, deswegen habe ich gerade gesagt, vielleicht kommt er ja so ein bisschen aus seinem Denkprozess heraus in die Klarheit rein, weil hier oben ist so ein ziemlicher, ja, so ein ziemliches Zerdenken angesagt aktuell. Aber da kommt er wahrscheinlich schon in die Klarheit und kommt auch wieder in seine Stärke, weil der Bär ist ja auch eine Karte für die Stärke, für die Kraft. Na? Und der Weg daneben, wenn der Bär da drauf schaut, das heißt also auch, hier geht es darum, dass er ja in die Stärke und in die Klarheit kommt, um einen Weg zu gehen, einen neuen Weg zu gehen, dass dieser Sarg hier vielleicht mal aus dem Deck verschwindet. Deswegen sagte ich anfangs auch, dass es hier eine Transformation geben kann, ein Umbruch, eine Wandlung, dass hier in Sachen Stabilität und Halt etwas ja mehr dazukommt, dass da was vorangeht. Weil ich gleich gesehen habe hier oben, ja, das ist so ein Gedankencocktail, was er gerade in seinem Kopf hat. Aber der wird sich auflösen, weil die untere Reihe ist wirklich sehr schön geworden. Die Fülle, die Klarheit, die Stärke, die Entscheidung für seinen Weg oder für euren Weg. Die Legung ist ja für dich und deinen Wunschpartner. Also schaut es mir hier so aus. Ja, dass die Liebesbotschaft heute ist, er wird seinen Weg gehen zu dir. Das schaut sehr schön aus. Und ich hoffe wirklich, der gute Mann kommt bald aus diesem Gefühlschaos heraus. Ja, also ich sehe hier einen scheuen Mann, ich sehe hier einen Denker, ich sehe hier, der sich jemand, der sich selbst Kummer herbeidenkt, obwohl er ja eine schöne Karte bei sich liegen hat. Aber ich denke, das wird sich bald auflösen und da wird die Klarheit reinkommen. Liegt ja auch da, die Stärke, die Kraft, das Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen kommt und dann wird er seinen Weg mit dir gehen. Also das ist eine schöne Karte, ist eine schöne Reihe ganz da unten. Gefällt mir sehr gut. Na, also die Botschaft vom Wunschpartner, ich zerdenke mich gerade, aber keine Sorge, ich komme bald zurecht. Na, könnte man ja so sagen. Na? Ja, schaut gut aus. Gib dem Mann ein bisschen Zeit. Vielleicht kannst du ihn ja auch unterstützen, dass er wieder in seine Kraft und in seine Stärke kommt, wenn ihr Kontakt habt, weil es sieht jetzt unterm Strich dann vielleicht von der Tendenz her ganz gut aus. Na? Ja, für alle die, die jetzt nicht so in Resonanz gehen konnten und gesagt haben, bei mir geht es eigentlich so ein bisschen um was anderes, ja, dann schreib mich gerne an für ein persönliches Reading. Dann kannst du mir auch kurz erzählen, wie eure Situation konkret momentan ist. Dann kann ich da exakt die Karten drauflegen und dir weiterhelfen, dir die richtigen Impulse geben. Also scheue dich nicht, mich anzuschreiben. Kein Problem, ich melde mich dann auch gleich und dann finden wir das passende Reading für dich und dann werde ich dich dabei unterstützen, dass es mit deinem Wunschpartner auch bald wieder klappt. Na? Ich stehe ja übrigens als Mann im Kartenlege-Business auch mit meinen Erfahrungen und Ratschlägen als Mann der Frau zur Verfügung, weil ich ja sehr, sehr viel ja, Tipps geben kann. Wie tickt denn der Mann? Wie funktioniert denn der Mann im Speziellen jetzt? Das sind alles so Hinweise, die kann ich halt als Mann auch gut geben. Na? Okay, also ich würde sagen, bleibt gesund und ganz wichtig, wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen rauf und wenn du mir eine Freude machen möchtest, ja, dann klicke gerne den Abonnieren-Knopf und die Glocke vielleicht dazu. Wenn du die Glocke drückst, bekommst du nämlich immer einen Hinweis, wenn ich live gehe. Dann kannst du mir beim Live-Legen und Mischen zuschauen. Tagesquickie mache ich immer live. Dann freue ich mich, wenn ich dich im Chat begrüßen darf. Und ansonsten würde ich sagen, ja, bleib frisch, bleib positiv, bleib gesund und vor allem lasst euch nicht ärgern. Wir sehen uns dann beim nächsten Video.